Buyagaya und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Sonnige Grüße aus Griechenland. Wir sind auf der Insel Rhodos und wollen heute den höchsten Berg besteigen. Ataviros mit 1215 Meter. Wie du sehen kannst, sind wir schon ein paar Meter unterwegs, um genau zu sein. Vielleicht 2 Minuten und ich bin schon aus der Puste. So viel zur Kondition. Aber ist egal. Auf jeden Fall. Letztes Jahr waren wir auf Kos und haben dort den höchsten Berg, der Chaos, mit 846 Meter bestiegen. Das war absolut klasse. Dieser Berg ist, naja, nicht ganz 400 Meter höher. Schon vierstellig. Das ist auch schon cool. Ja, und ja, ich bin gespannt, ob ich den schaffe. Auf jeden Fall. Eine kleine Aufgabe für dich. Schreib unten in die Kommentare, wann ich meine erste Pause anlege. Gut. Es wird langsam anstrengend. Also genieß die Aussicht, lehn dich zurück, hol dir was Kaltes zu trinken. Wir haben mittlerweile schon um 8 Uhr morgens 25 Grad. Ja, es geht schon richtig. Ja, los hier. Also. Auf geht's! Buyagaya! Lustige Geschichte am Rande. Gestern waren wir am Strand schnorcheln und auf dem Weg vom Strand zum Auto haben sich meine Schuhe aufgelöst, mit denen ich letztes Jahr auf Kos war. Ja, die Sohle ist abgefallen. Somit war ich ja, gezwungen, gestern Abend zu Lidl zu fahren und diese schicken Schuhe kaufen. Sonst hätte ich mit den Sandalen hier gar nicht nach oben laufen können. Aber zum Glück gibt es ja Lidl. Lidl lohnt sich. Jetzt habe ich vernünftige Schuhe und kann damit auf die Spitze von Ataviros laufen. So, wir haben jetzt unseren ersten Kilometer um und ich sag euch, ich habe so ein Gefühl, dass ich mich gerade geduscht habe. Der ganze Saft fließt mir runter, was ich absolut nicht mag, wenn der Schweiß auf die Brille tropft, dann ist die Sicht beschränkt, mag ich nicht. So, jetzt haben wir den wilden Pfad hinter uns. Hier ist ein bisschen Landstraße, Offroad-Straße, ist ein bisschen angenehmer. Und noch sind wir halbwegs ab und zu im Schatten, so wie ich das jetzt gesehen habe. Zumindest von diesem Startpunkt. Auf dem Berg gibt es kaum Bäume, bis gar keine. Also werden wir in der prallen Sonne zur Mittagszeit da antanzen. Aber keine Sorge, wir sind eingecremt. Hoffen wir, dass in diesem Punkt und nichts passieren kann. Von da unten, aus diesem Dorf, kommen wir. Da auf dem Parkplatz haben wir geparkt. Und dann bis hier vorne. Und nach da oben, irgendwo hin, wollen wir. Und damit man weiß, dass man richtig unterwegs ist, gibt es überall solche Markierungen. Am Stein, da auf dem Baum. Aktuell ist dieser Weg viel schwieriger als auf Kos. Loses Gestein, unfassbar. Sehr schwer hochzusteigen. Aber jetzt wird es ein bisschen fester hier.
Also aktuell, wirklich der Vergleich, kann man gar nicht machen. Cross ist zwar wirklich entspannt. Das ist wirklich anstrengend. Naja, wir wollen ja nicht rumheulen. Noch keine 2 Kilometer zumindest. Mein Handy hat sich noch nicht gemeldet. Jetzt müssen wir über den Zaun steigen. Glücklicherweise gibt es eine Leiter. Der Pfeil zeigt nach da, aber Stein ist lose. Kann auch nach da zeigen. Man könnte auch geradeaus laufen, ich habe keine Ahnung. Aber wir steigen jetzt hier auf die andere Seite und gehen weiter nach oben. Oh Mann, wieso tue ich mir das an? Ich weiß es nicht. Das weiß ich noch nicht, wirklich. Aber ich denke mal, wenn wir oben sind, dann weiß ich das. Aber aktuell ist mir das noch nicht begreiflich, oder kann ich das noch nicht begreifen. Ich hoffe nicht, dass wir hier Hausfriedensbruch begehen. Aber wie schon gesagt, rote Markierungen sollen alles Wegweiser sein. Na gut. Genug geheult. Geht weiter. So, der erste Halt nach 2 Kilometern, bin komplett fix und fertig. Also zu hart für mich? Das ist ja wohl lächerlich. Und wir haben noch 90% des Weges vor uns. Oh je, das wird lustig sein. Aber die Aussicht ist jetzt schon sehr hübsch, kann man nicht anders sagen. Die haben sogar ein Fußballstadion im Dorf. Was mir besonders auffiel, auf Rhodos sind sehr, sehr viele Fußballstadien. Im Vergleich zu Kos waren da, habe gar keinen gesehen. Aber hier, fast in jedem Dorf, teilweise ja, richtig abgelegen vom Dorf, aber in so einem Hügel, Plan gemacht, Fußballfeld draufgestellt. Sind die so fußballbegeistert hier? Ich habe keine Ahnung. Frage an dich, hat Rhodos eine eigene Fußballmannschaft? Keine Ahnung. Also falls du was weißt, schreib unten in die Kommentare. Dieser Zaun, über den wir vorhin geklettert sind, der ist dafür da, um Ziegen zusammenzuhalten. Hier sind überall Ziegen auf dem Gelände und das riecht auch nach Ziege. Ja. Halt dich fest, guck mal. Und da wollte ich mich dran halten, festhalten. Keine gute Idee. Oh. Ne, was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, ja, wir sind ein bisschen vom Kurs abgekommen. Das ist nicht der offizielle Weg. Darum ist das hier extremst schwierig bzw. rutschig. Jeder Schritt ist super gefährlich. Ja, auf der anderen Seite ist der offizielle Weg, so wie es aussieht, weil da war ein roter Punkt und da wollen wir jetzt hin. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auf der Kamera es nicht so extrem aussieht, aber es ist sau steil und sehr, sehr rutschig. Also die Steine sind, das ganze Geröll ist super lose. Ist absolut gefährlich. Also ich hoffe, dass jetzt ein bisschen besser wird. Oh. Oh. Ja, das meine ich. Alles lose. Oh. Hier ist ein Fass. Wenn man dreimal drauf klopft, soll Glück bringen. So, ab jetzt kann nichts mehr schief gehen. So, noch eine interessante Beobachtung. Wir sind jetzt im Schatten und es ist super, super kalt. Ja, es ist super kalt, es ist sehr, sehr frisch. Und ich habe jetzt mich an einem Stein abgestürzt und der Stein war wirklich sehr kalt. Im Vergleich zu, wenn man in der Sonne steht, bestimmt 10, 15 Grad Unterschied. Also, wow.
Auf jeden Fall wirklich, wirklich kalt. Ich hätte mich am liebsten auf den Stein draufgelegt. Ja. Dieser Berg ist nur nicht mal 400 Meter höher, aber 10-mal so anstrengend, weil auf losem Untergrund Berg hochzusteigen ist wirklich kein Vergnügen. Also ich habe mir das wirklich richtig ganz anders vorgestellt. Also auf Rhodos war das ja wirklich schön gemütlich, da ging es so zickzack, alles schön erhoben, alles fest, aber hier verbrät so viel Energie wegen diesem losen Gestein. Das ist unfassbar. Abgesehen, dass es viel gefährlicher ist. Und jetzt kann ich euch sagen, wieso ich sowas hier mag. Das war schon bei Kos so, aber das tritt nicht sofort, sondern erst mit der Zeit. Man nimmt seinen Körper ganz anders wahr. Sprich, ich habe ja gesagt, dass man vorhin Ziegen gerochen hat. Man riecht, also der Geruchssinn wird extrem geschärft. Mittlerweile wirklich die ganzen Bäumchen, die ganze Luft, das riecht so richtig, richtig, richtig extrem. Und ich bin der Meinung, dass jetzt meine, hast du gesehen, unfassbar, meine Sinne werden jetzt besser oder werden schärfer. Sprich, schaut, der Geruchssinn, ich rieche wirklich alles. Ich rieche den Berg, ist richtig frisch. Die Steine riechen, Bäume, Sträuche, auch Ziegen. Wir schon Ziegen, ist ja, die stinken auch von der Natur aus. Aber man nimmt alles wirklich viel, viel extremer wahr. Und auch im Körper innen drinne, diese innerliche Wärme. Irgendwie ist das alles so, ja, es wird alles aktiviert im Körper. Finde ich absolut genial. Ich weiß nicht, ob das jetzt Adrenalin oder sonst was ist. Aber es ist einfach ein schönes, warmes Gefühl, obwohl es sau anstrengend ist. Hier haben wir eine Markierung, da sehe ich zum ersten Mal diese Punkte, wie schon gesagt, die sind überall auf dem Weg. Ich sag mal, alle 50 Meter, denke ich mir mal. Wir sind jetzt auf einer Ebene mit den Wolken und wir haben noch ein bisschen vor uns. Ja, über den Wolken. Oh, Junge, Junge, Junge. Boah, es ist richtig frisch hier, also richtig schön. Es ist, man merkt, dass es super heiß ist, aber da an der Sonne, aber hier richtig angenehm. Wir haben richtig Glück gehabt. Von der richtigen Seite haben wir uns entschieden, den Berg zu besteigen. Ich wollte eigentlich zuerst von der anderen Seite. Das wäre jetzt eine Nullnummer gewesen. Das heißt, Nullnummer ist wieder super dann anstrengend, aber das ist schon gut so. Nicht einfach für so einen befehlverwöhnten Körper.
Und so wie es aussieht, gibt es viel mehr Wege nach oben als nur eins. Also wir haben jetzt wirklich schon mehrere Wege hinter uns. Es gibt einen mit diesen Markierungen und links und rechts gibt es noch unzählige. So, wir sind jetzt in der Sonne. Oh, und auf einmal knallt die Sonne richtig rein. Also im Schatten war wirklich sehr, sehr angenehm. Aber ich bin glücklich, dass wir von da hinten bis hier vorne im Schatten waren. Vielleicht schaffen wir gleich nochmal ein bisschen in den Schatten zu gehen. Bei einer Sonne ist das wirklich sehr, sehr, sehr heiß. Ich freue mich schon, auf der Spitze einen halben Liter Wasser zu trinken. Also erfahrungsgemäß, was heißt erfahrungsgemäß? Die einzige Erfahrung, die ich gemacht habe mit Bergsteigen, ist, oder mit Wandern, ist auf Kurs gewesen und da war die Straße befestigt oder der Wanderweg. Hier ist das ein bisschen anders. Auf jeden Fall zurück zu meiner Kernaussage und zu der Botschaft, was ich sagen wollte. Der Rückweg wird viel, viel anstrengender sein. Weil runter auf jeden Fall wird noch gefährlicher sein. Besonders bei so einem losen Gestein. Ja. Weil die meisten Unfälle, zum Beispiel bei Treppe steigen, passieren ja nicht nach oben, sondern nach unten. So, jetzt sind wir über den Wolken. Mein Mund ist schon so trocken. Das Wasser wird, wenn wir oben sind, so geil schmecken, das könnt ihr gar nicht vorstellen. Das ist auch so einer der Gründe, wieso man das über sich ergehen lässt, um einfach dieses Gefühl zu bekommen. Das Wasser, das kostbare Gut. Aber zu genießen, zu trinken, ist der Wahnsinn. Mittlerweile, ich weiß nicht, ob das jetzt am Schatten liegt oder wie auch immer, aber ich laufe nicht mehr so doll aus. Klar, ich bin nass, aber nicht wie die ersten 10 Meter, da lief mir die Suppe aus dem Gesicht. Jetzt ist ein bisschen, entweder A, ist mir die Flüssigkeit ausgegangen oder B, hat mich daran gewöhnt, mal gucken. Na gut, genug geplappert, die Reise geht weiter. Und mittlerweile sind wir auch nicht alleine auf dem Berg. Da vorne, ich glaube, das ist eine Frau. Und da hinten, ganz weit, da war, ich könnte mir vorstellen, es ist ein Mann. Haben wir mal zwei weitere Wanderer mit dem gleichen Ziel wie wir. Nein, wir sind noch nicht am Ende. Es geht noch weiter. Es geht noch ein bisschen weiter. Aber man muss immer sich die Zeit lassen und die Natur, die Aussicht genießen. Weil wenn ich nach oben klettere, dann ist mein Sichtfeld echt auf maximal halben Meter begrenzt. Schau nur vor die Füße, was um mich herum passiert, sehe ich meistens nicht. Weil man ist wirklich hochkonzentriert
dass man heil nach oben kommt. Einfach nur geil. So, langsam nähern wir uns unserem Ziel. Hier ist ein Zaun mit Stacheldraht gewesen. Hier ist eine Sternwarte, so ich das richtig verstanden habe. Ja. Aber irgendwo hier muss noch ein Zeus-Tempel sein. Ah, jetzt haben wir den gefunden. Da hinten ist Zeus-Tempel. Und das soll der höchste Punkt sein, oder? Ich glaube ja. Auf jeden Fall, man könnte sagen, zu 99% Ziel erreicht. Aber wir wollen natürlich dahin auf den Tempel und Zeus grüßen. Ziel erreicht! Woohoo!